Allgemein hat der Begriff Immobilienmakler einen recht negativen Beiklang. Grund dafür sind unter anderem die schwarzen Schafe in der Branche, die sich einfach wenig Mühe geben bzw. eine schlechte Dienstleistung bieten, sowie in den Augen vieler Menschen die ungerechtfertigt hohe Provision. Allerdings ist es so, dass den meisten Menschen gar nicht klar ist, mit welchem Aufwand ein Immobilienverkauf wirklich verbunden ist, wenn man eben nicht mal 3 Fotos mit dem Handy schießt und die Immobilie ins Netz stellt. Viele versuchen deshalb auch erstmal ihre Immobilie privat zu verkaufen. Warum das grundsätzlich keine so gute Idee ist und welche Fehler dabei entstehen können, habe ich euch schon mal in einem anderen Video erzählt. Aber wie findet man denn jetzt einen Makler, der seine Provision auch wirklich wert ist? Die erste Frage, die ihr euch dabei stellen solltet, ist, ob der Makler überhaupt gut qualifiziert ist. Denn manche machen das Maklergeschäft einfach nur nebenbei und haben gar nicht die Infrastruktur, um eine Immobilie professionell verkaufen zu können. Das bedeutet für den Verkäufer längere Verkaufszeiten, mehr hin und her, mehr rechtliche Fallstricke und daraus resultierend einen geringeren Verkaufspreis der Immobilie. Schaut also, dass der Makler entweder eine entsprechende Ausbildung innerhalb der Branche und oder mehrjährige Erfahrung im Immobilienvertrieb hat. Die Immobilienbranche ist sehr komplex und hat viele rechtliche Fallstricke. Da es hier um große Vermögenswerte geht, ist es besonders wichtig zu wissen, was man tut und auf was es zu achten gilt. Der nächste Punkt ist die Erfahrung anderer Verkäufer und Käufer mit dem Makler. Welchen Eindruck haben diese von der Arbeitsweise des Maklers? Schaut euch dazu am besten Bewertungen auf Google und den anderen üblichen Immobilienportalen an und achtet auf Dinge wie Zuverlässigkeit und Zufriedenheit mit der Leistung. Denn Kundenbewertungen sagen oftmals mehr als 1000 Worte. Ihr könnt aber auch schon selber erste Eindrücke von der Arbeit des Maklers sammeln, ohne mit ihm zusammenzuarbeiten. Schaut euch dazu einfach Immobilien an, die bei ihm entweder aktuell zum Verkauf stehen oder diese, die kürzlich verkauft worden sind. Diese findet man meist auf der Webseite des Maklers sowie auf den großen Immobilienportalen. Schaut euch dort einfach an, ob euch die Art und Weise gefällt, wie die Immobilien präsentiert werden. Sprich, sehen die Fotos gut aus, gibt die Beschreibung Aufschluss über eventuelle Besonderheiten, auf die es zu achten gilt beim Kauf und stehen alle wichtigen Daten im Exposé. Fragt euch im Grunde genommen einfach, möchte ich, dass meine Immobilie genauso auch präsentiert wird? Ein weiterer Punkt, auf den ihr achten solltet, ist die Plausibilität des Angebotes, das der Makler euch macht. Denn der richtige Verkaufspreis ist das A und O für einen erfolgreichen Verkauf eurer Immobilie. Er sollte natürlich nicht zu niedrig sein, aber auch nicht zu hoch im Vergleich zum Markt. Ein guter Immobilienmakler rechnet den Preis realistisch aus und gibt nicht einfach mal eben einen Pi mal Daumen Wert bei der ersten Besichtigung. Seid dabei vorsichtig vor falschen Versprechungen. Wenn das Angebot eines Maklers deutlich über euren Erwartungen liegt, beziehungsweise dem, was am Markt angeboten wird, solltet ihr stutzig werden. Denn ein zu hoher Preis kann zu Problemen führen, beziehungsweise ihr müsst den Preis dann nachträglich reduzieren, was wiederum zu Lasten des Verkaufspreises gehen kann. Der letzte und vielleicht mit der wichtigste Punkt ist, stimmt die Chemie zwischen euch und dem Makler? Es geht schließlich um viel Vertrauen. Der persönliche Faktor muss ebenso passen. Natürlich müsst ihr nicht gleich beste Freunde werden, ihr solltet aber ein gewisses Vertrauen entwickeln und auch offen miteinander kommunizieren können. Denn ihr werdet über einige Wochen und Monate in recht engen Kontakt stehen und euch einige Male begegnen. Da frustriert es euch nur und vergrault euch den Immobilienverkauf, wenn ihr den Makler einfach nicht ausstehen könnt. Schaut deshalb einfach bei dem ersten Termin, ob ihr euch vorstellen könnt, mit dem Makler zusammenzuarbeiten, denn dann steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Falls ihr also ebenfalls mit dem Gedanken spielt, eure Immobilie zu verkaufen und auf der Suche nach einem vertrauensvollen Makler seid, dann ruft uns doch gerne einfach an für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Unsere Kontaktdaten seht ihr hier nochmal eingeblendet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.